Vielen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Genauso verstehe ich parlamentarische Arbeit. Wir haben etwas angeregt, deutsch-indische Kooperation ausbauen. Die Bundesregierung hat das übernommen. Und nach einiger Zeit schauen wir, wo stehen wir? Was können wir vielleicht noch besser machen? Wo sollten wir neue Schwerpunkte setzen? Und genau das ist das Ziel unseres Antrages, wo es nicht nur um Wissenschaftskooperationen geht, sondern vor allen Dingen auch um Bildungskooperationen. Und auf die möchte ich ganz kurz mal eingehen. Die Zahlen sind schon mehrfach genannt worden, aber es ist trotzdem immer wieder erstaunlich. Monat für Monat, 1 Million junge Menschen in Indien drängen auf den Arbeitsmarkt. Und es ist wichtig, diesen jungen Leuten Perspektiven zu geben. Und natürlich, Frau Hein, machen wir das auf Augenhöhe. Denn auch wir können etwas lernen aus der beruflichen Bildung. Wir können zum Beispiel lernen aus Indien, dass die Regierung dort erkannt hat, dass man ein eigenes Ministerium für die Kompetenzentwicklung und die berufliche Bildung eingerichtet hat. Das heißt, dass der Stellenwert der beruflichen Bildung in Indien sehr hoch angesiedelt ist. Und dass dieser Stellenwert der beruflichen Bildung so wichtig ist, das haben wir ja gestern beim Berufsbildungsbericht ja auch diskutiert. Und das ist durchaus etwas, wo wir uns auch mal ein Beispiel nehmen können. Das Zweite ist, wie macht die indische Regierung das? Die indische Regierung hat in ihrem Ministerium dafür gesorgt, dass sie eine Kampagne macht für den Wert einer dualen Berufsausbildung. Weil anders als bei uns oder in anderen deutschsprachigen Staaten hier in Europa ist es so, dass die Arbeit mit den Händen und mit dem Kopf, möchte ich hinzufügen, in Indien keine Selbstverständlichkeit ist. Dass man versucht, durch ein akademisches Studium auch einen bestimmten Status zu erreichen. Gut, auch diese Idee ist in Deutschland mittlerweile nicht mehr ganz fremd, aber in Indien sehr verbreitet. Und deswegen setzt man dort auf authentische Vorbilder. Authentische Vorbilder heißt, und das konnten wir uns vor Ort in Indien anschauen, dass man diejenigen Auszubildenden mit besonderen Ergebnissen, mit besonderen Leistungen oder auch mit besonderen Biografien, dass man eben aus einer unteren Kaste heraus den Aufstieg auch schafft und für sich und seine Familie ein sicheres Fundament des Lebens in Indien schafft, dass diese guten Beispiele besonders herausgehoben werden. Und ich denke, auch davon können wir lernen. Wir brauchen authentische junge Leute, die auch in Deutschland davon reden, was duale Berufsausbildung für sie und ihr Leben bedeutet. Es geht bei Kooperationen immer um Gegenseitigkeit. Und wir haben das in Bangalore gesehen, gerade im IT-Bereich. Die Kollegin Raths ist darauf eingegangen. Viele große Unternehmen, viele große deutsche Unternehmen sind dort vor Ort präsent. Und man sieht, was im Bereich IT möglich ist. Und IT heißt, wirklich die globalisierte Welt zu erfahren. Ich habe das an einem Beispiel gesehen. Wir waren dort bei einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht nenne, sonst müsste ich alle anderen auch nennen. Und die haben sich darauf spezialisiert, Messinstrumente zu entwickeln und technische Überwachung von Prozessen zu übernehmen. Und dort habe ich ein Bild gesehen auf einem Monitor, und das kam mir recht bekannt vor. Und das hatte etwas mit einem Auto zu tun, was in Leipzig produziert wird. Und ich habe den jungen Mann gefragt, was machen Sie denn da? Und er sagt, ja, ich kontrolliere hier die Endfertigung dieses gehobenen Wagens, der in Leipzig produziert wird. Das ist wirklich schon erstaunlich. Denn wichtig ist dabei nicht nur die Kooperation, dass deutsche Firmen auch davon profitieren, wenn sie in Indien investieren, sondern ganz entscheidend ist für mich auch, dass wir mit diesem Beispiel den jungen Leuten in Indien eine Perspektive geben. Denn darauf kommt es an. Es kommt nicht nur auf den Mehrwert für die deutsche Wirtschaft an, sondern auch, dass wir jungen Leuten in Indien und anderswo auch eine Perspektive geben. Und dafür ist das ein gutes Beispiel. Es ist angesprochen worden, welche Schwerpunkte wir setzen. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir in diesem interfraktionellen Antrag, den wir mit den Grünen gemeinsam gemacht haben, auch wichtige Punkte herausgearbeitet haben, die nicht nur für Deutschland, sondern für Indien ganz besonders wichtig sind. Zwei wichtige Themen möchte ich am Schluss noch herausgreifen. Das eine ist die Frage der Infrastruktur. Wenn man in Indien unterwegs ist, das ist wirklich etwas, da ist der größte Berliner Stau lachhaft dagegen. Deswegen ist es wichtig, dass wir überlegen, welche Mobilitätskonzepte brauchen diese Städte dort. Aber auch welche Infrastruktur
Konzepte. Und da kommt wieder die duale Bildung ins Spiel, weil natürlich in einer dualen Bildung man nicht nur einen Arbeitsgang lernt, sondern man lernt auch etwas über Arbeitsschutz. Man lernt auch etwas über Umweltschutz. Man lernt auch etwas über Nachhaltigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses auch in unserer bilateralen Kooperation verstärken. Wie tun wir das? Wir können natürlich jetzt nicht von der 1 Million junger Inder, die jeden Monat auf den Arbeitsmarkt und auf den Ausbildungsmarkt drängen, die Hälfte nach Deutschland holen und ausbilden. Das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Deswegen müssen wir effektiv und zielgerichtet vorgehen. Und zielgerichtet vorgehen heißt, dass wir das Programm Train the Trainers besonders unterstützen. Train the Trainers heißt, dass wir besonders gute Ausbilder nach Deutschland holen oder auch vor Ort, und zwar nach deutschen Kriterien und auch mit einem deutschen Zertifikat. Weil damit können wir auch etwas machen für das Image der beruflichen Bildung. Ein deutsches Zertifikat ist in Indien viel wert. Und wenn wir dieses noch verstärken können, wäre das eine gute Sache für Deutschland und für Indien. Sven Schulz ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.